So, hallo erstmal zu unserem Tennis Clash Gameplay Video von Wildlife Studios. Tennis Clash ist, wie der Name schon sagt, ein Tennisspiel. Ich starte hier auch direkt mal ein Match, dass ihr euch mal selber ein Bild davon machen könnt. Ja, wie man jetzt sieht, hier geht's nicht primär um Können, sondern mehr um Werte, leider. Gesteuert wird einfach mit Wischen. Was? Boah. Das Spiel macht optisch einen ganz guten Eindruck. Bin mir zwar nie so ganz sicher, ob ich wirklich jetzt gegen echte Spieler spiele. Angeblich schon, aber weiß nicht, manchmal könnte man meinen, man spielt hier echt nur gegen NPCs. So wie die teilweise spielen. War da aber nichts. Second serve. Jawohl. Three, two. Bisschen blöd ist meiner Meinung nach, der Tennisspieler, der bewegt sich nicht immer optimal. Man muss da immer so ein bisschen manuell nachjustieren und klicken. Das finde ich ein bisschen doof, gerade wenn der eigentlich von alleine laufen sollte. Hey, echt jetzt? Ja, also ich habe jetzt hier schon ein paar schöne Matches gespielt und ja, es kam natürlich auch schon richtig schlechte Matches bei raus, wo ich von Cashern überrannt wurde. Das muss man mal direkt so sagen, wie es ist. Ja, ich mach noch eins. Ja, genau, spiele ich auch mal den. Jetzt habe ich auch mal genügend Coins. Das ist ja auch sowas, also man muss für jeden Cup, den man spielt, muss man immer ein bestimmtes Münzenkontingent einsetzen. Was die Sache natürlich nicht besser macht. Das heißt, gerade wenn man anfangs ein bisschen schlechter spielt, bis man sich mal reingefunden hat, dann hat man keine Münzen mehr. Und dann kommt man auch nicht höher, kann keine höheren Cups spielen, das ist ein bisschen doof gelöst. Ach, leck mich. Ups. Lauf in die Mitte. Lauf, Forrest. Ah! Ja, und je nachdem, wie schnell man erwischt, umso stärker wird natürlich dann auch der Schlag. Ja, der war doch schön. Aber ich sehe fast kommen, dass ich verliere. Ja, das ist halt das, wenn man immer den nicht immer manuell nachjustiert laufen, dann stehen die teilweise so blöd da. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn man verlieren soll, verliert man. Egal wie gut man spielt. Ah, hier gibt es jetzt höhere Punkte. Ich habe gewundert. Jawohl. Jawohl. Jetzt nochmal spannend, ey. Oh, scheiße. Oh, komm. Ja! Scheiße. Yes! Nein!
War klar. Oh, dann hab ich jetzt ein bisschen verhauen. Aber nur ein bisschen. Hab keiner gesehen. Ah, schnell lauf in die Mitte, lauf in die Mitte. Ah, ja. Toll. Verloren. So, und jetzt ist genau das eingetreten, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte. Jetzt habe ich hier keine Münzen mehr. So, jetzt kann ich mir entweder ein Video anschauen, dafür bekomme ich dann ein paar Münzen, ja. Oder ich, ja, ich kaufe sie mir einfach. Das kann man natürlich dann auch machen. Direkt schön Münzen kaufen. Das. Wenn ich jetzt hier aufs Spielen gehe, kann ich jetzt auch noch hier den Anfängerkurs. Hoffe ich mir Münzen und dann kann man weiterspielen. So, dann zeige ich euch noch ein Match. Ja, der ist jetzt natürlich auch wieder um einiges stärker wie ich. Und wahrscheinlich dann wieder eine Niederlage. Außer er spielt schlecht, aber meistens ist das dann nicht der Fall. Oh, scheiße. Nein! Was auch ein bisschen blöd ist, wenn man schon anvisiert hat und noch nicht getroffen hat, kann man trotzdem die Richtung nicht mehr ändern. Finde ich ein bisschen doof. Ah, lauf, lauf, lauf! Kriegt man Aggressionen bei dem Spiel? Ach. Also wie gesagt, theoretisch... Scheiße. Theoretisch macht das Spiel eigentlich schon Spaß. Warum es jetzt letztendlich dann doch keinen Spaß macht, werde ich euch dann nach der Partie ein bisschen genauer erklären. Ah, der war zu weit. Ja, danke. Ei! Nein! Ja, okay. Wenn man natürlich so schlecht spielt wie ich, dann macht man es den Gegnern natürlich auch ein bisschen einfacher. So. Kommen wir jetzt mal dazu, warum das Spiel, obwohl es eigentlich Spaß macht, doch keinen Spaß macht. Also hier sieht man auch, es gibt eine Anfängerliga. Je mehr Münzen man sammelt, umso höher steigt man dann auch im Ranking. Genau, nee, Turniere nicht. Genau hier. Und das ist jetzt eigentlich so, finde ich, der Knackpunkt. Gerade in einem Spiel, wo es eigentlich auf Können ankommt, wird hier wieder auf Equipment gesetzt. Ja, und das, finde ich, zieht das Spiel doch ziemlich herunter. Gerade dadurch, dass man eben das Gear aufleveln muss. Und dafür braucht man eben Münzen, ja. Und aber die Münzen braucht man zum Spielen. Das heißt, man ist irgendwann so ein bisschen in der Zwickmühle, gerade wenn man verliert. Und ja, es gibt natürlich dann auch noch episches und legendäres Gear, wie in anderen Spielen auch, ja. Dann gibt es hier zum Beispiel auch die Seiten für euren Schläger. Da gibt es nur Standardseiten. Und dann gibt es natürlich auch noch hier so Premium-Seiten, die man aber nur für Games kaufen kann. Die teilweise also hier jetzt auch wirklich um einiges bessere Stats haben. Hier langer Ball, erhöht die Chancen, Ball gerade außerhalb der Reichweite zu erreichen. Kritisch, also kritische Schläge, weiß nicht, haben im kompetitiven Spiel eigentlich gar nichts zu suchen. Das, ja, das ist schon wieder komisch. Ganz komisch. Man kann auch andere Charaktere finden und freischalten. Die unterscheiden sich dann natürlich ein bisschen. Aufwerten kann man diese natürlich dann auch. Wenn man
sie gesammelt hat. Obligatorischen Kisten gibt es natürlich auch. Ich mache jetzt hier mal eine auf. Wie ihr seht, man sammelt sich dann aus diesen Loot Crates eben Zeug. Wenn ich jetzt gucke, ich kriege jetzt aus einer Tasche 29 Münzen aus so einer Basistasche. Ja, und das günstigste Match zum Spielen kostet mich 100 Münzen. Das heißt, ich müsste jetzt 3 Taschen aufmachen, damit ich wieder ein Match spielen kann. Nicht mal, reichen nicht mal 3 Taschen. Ich bräuchte theoretisch 4 Taschen, damit ich dann wieder spielen kann. Also ich gucke mir natürlich ein Gratis-Video an oder ich kaufe mir die Münzen. Was ich, ja, eigentlich keinen empfehlen würde. Also, hier wurde ein gutes Spiel, würde ich mal sagen. Oder im Ansatz gutes Spiel wurde eigentlich durch die Pay-to-Win kaputt gemacht. Durch die Geldgeilheit der Entwickler, anders kann man es nicht nennen. Ja. Also wenn ich jetzt hier auch gucke, der Schläger aufzuwerten, kostet mich jetzt schon 1400 Münzen. Also ja, das heißt, man spielt jetzt die höheren Cups. Ich kann es nochmal zeigen. Hier, ja, kriege ich 700, da kriege ich dann 3000. Aber wenn die Hälfte immer Eintrittsgebühr ist, müsst ihr euch mal hochrechnen, steht ja auch dort ein Startgeld, wie viel man dafür dann braucht. Also, boah. Ja, wenn man gut spielt, kommt man wahrscheinlich auch gut voran und hat auch gewiss Progress. Und wenn man schlecht spielt, ja, dann lümmelt man dann halt im Endeffekt immer nur in den unteren Brackets rum und kann im Endeffekt gar nichts machen wirklich und kann sich halt mal freuen, wenn man mal eine Karte oder so abgegradet bekommt. Anders schaut es dann natürlich noch aus, wenn man dann das Cashen anfängt. Dann steigt man natürlich umso schneller, umso besser hoch. Also wenn wir uns hier auch mal die Shop-Pakete angucken, ja, es ist wieder so typisch. Willkommenspaket. Hier für Halloween jetzt noch. Ach, das wollte ich gar nicht. Ah, weg mit ihr. Hier auf Info-Klick, genau. Sieht man dann auch, was man bekommt. Also für 5,49 geht ja noch. Aber jetzt dann hier direkt wieder ein Paket für 105 Euro, also nee, ganz ehrlich. Hier direkt Vorteilspaket, naja, also zum Beispiel auch hier, man hat hier einen Kartenshop und kann aber nur für Gems die Karten kaufen. Das ist auch wieder unpraktisch, gerade für einen als Freegamer. Taschen, ja, üblicherweise gibt es nur für Gems. Hier sieht man es mal, die Seiten kann man wie gesagt nur für Edelsteine kaufen. Das heißt, man kann sich mühselig mal ein paar Edelsteine sparen, dann mal ein paar schöne Seiten zu haben. Ansonsten hat man vielleicht mal Glück, kriegt man welche in der Tasche. Ansonsten ist das natürlich dann echt Mist. So, wenn man hier guckt, die Edelsteine kosten 150, 1,09 €, 28.000, 109 Euro. Also ist dann schon heftig. Ja, und hier auch Münzen. 3.800 gibt es für 120. Und 3,4 Millionen gibt es für 34.000. Also das ist schon heftig, meiner Meinung nach. Also so gut wie das Spiel eigentlich sich auch spielen lässt, jetzt mal abgesehen von dem Movement der KI, macht das Spiel schon Spaß, aber prinzipiell würde ich, also ich glaube, dass jede Partie zu viel ist, da einfach nur Zeitverschwendung. Weil man wird spätestens, wenn man nicht investiert, irgendwann an einem Punkt ankommen, wo es dann einfach nicht mehr weitergeht. Aber wer mich nicht glaubt, darf sich natürlich gerne selber ein Bild davon machen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Wenn ihr das Video informativ und gut fandet, würden wir uns natürlich über ein Like oder ein Abo freuen. Und wenn ihr es schlecht fandet, würden wir uns natürlich auch über einen Kommentar freuen, wieso und weshalb. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.